Es war der Aufreger auf der Pressekonferenz des DFB am Donnerstag in Eppan. Ein Journalist machte den verdutzten Teammanager Oliver Bierhoff auf ein Poster aufmerksam, von dem ein Bild auf der Homepage des DFB veröffentlicht wurde. Das Besondere daran, auf dem Kaderbild werden die Nachnamen der Nationalspieler in Gebärdensprache dargestellt. Die zweite Besonderheit, auf dem Poster sind nur 23 Spieler zu sehen, dabei nominiert Bundestrainer Joachim Löw erst am Montag seinen endgültigen Kader. Derzeit befinden sich noch 27 Profis im Trainingslager des Weltmeisters in Südtirol. Bierhoff macht mich richtig sauer, die Spieler Nils Petersen, Jonathan Tah, Sebastian Rudi und Kevin Trapp fehlten auf dem Bild, was Bierhoff ärgerte, davon weiß ich nichts. Das macht mich richtig sauer, dem werde ich nachgehen, antwortete der 50-Jährige. Für die endgültige Nominierung habe das aber nichts zu sagen, schob Bierhoff nach. Dieses Kaderposter war auf der Homepage des DFB zu sehen, Urheberrecht DFB. DFB-Pressesprecher Jens Grittner erklärte später, das ist eine Aktion der Aktion Mensch. Und genauso, wie das Panini-Album den Kader vorher noch nicht kennt, ist es hier auch am Abend, veröffentlichte dann auch der DFB auf seiner Website folgende Stellungnahme. Die Auswahl der Spieler, die in Anlehnung an die Zielgruppe in Gebärdensprache dargestellt wurden, steht in keinem Zusammenhang mit der bevorstehenden Festlegung des WM-Kaders, den der DFB dem Weltverband FIFA bis zum 4. Juni melden muss. Was steckt hinter dem Poster, das für so viel Diskussionsstoff im Trainingslager des DFB sorgte? Schülerzeitung suchte Kader aus. Entwickelt wurde das Poster von der Mühle-Zeitung, einer Schülerzeitung der Haslach-Mühle. Sie wird von 16 Menschen gestaltet, von denen viele nicht lautsprachlich kommunizieren können. Die Haslach-Mühle gehört zur Behindertenhilfe der Zieglerschen und liegt in Horgenzell nahe Ravensburg. Für die gemeinsame Aktion mit der Aktion Mensch, dem Dachverband Deutscher DEF-Fanclubs e.V., DDDF und dem DFB wählten die jungen Redakteure vorab einen 23-Mann-Kader aus, der schließlich auch auf der DFB-Homepage landete. Im Kleingedruckten des Posters, das auch nach der Pressekonferenz noch im Internet abrufbar war, ist der Passus „Der endgültige Kaderstand bei Drucklegung noch nicht fest“ zu lesen. Um möglichst viele gehörlose Fußballfans vor der WM zu erreichen, hatten sich die Aktion Mensch und die Schülerzeitung Mühle-Zeitung für einen frühen Drucktermin entschieden, der vor dem tatsächlichen Termin. Damals standen ebenfalls 23 Mann im Kader, allerdings mit Marcel Jansen, Marcel Schmelzer, Lars Bender, Marco Reus und Kevin Volland gleich 5 Spieler, die am Ende nicht mit zur WM nach Brasilien fuhren. So sah das Kaderposter 2014 aus. Urheberrecht Screenshot Mühle Zeitung.